Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Es dauert immer etwas, bis man das Pult gerichtet hat. Lassen Sie mich, bevor ich zur Sache komme, zum Inhalt des Gesetzentwurfs der Linken, doch noch zwei, drei Anmerkungen machen. Ich finde es schon höchst beachtlich, muss ich sagen, dass die Linke uns hier einen Gesetzentwurf vorlegt, in dem das Wort Freiheit in der Überschrift vorkommt. Und ich finde es doch gleich noch beachtlicher, dass eine Partei, die nach wie vor vom Verfassungsschutz beobachtet wird, sich hier auf die hessische Landesverfassung bezieht, und uns in der Begründung dieses Gesetzentwurfs vorwirft, wir würden quasi die Landesverfassung nicht ordentlich umsetzen. Denn genau das, Herr Schaus, genau das impliziert Ihr Gesetzentwurf ja. Sie sehen ja die Notwendigkeit, Sie werden es aushalten müssen. Sie sehen ja die Notwendigkeit offensichtlich, weil wir die Verfassung in diesem Grundsatz nicht umsetzen würden. Da muss man doch sagen, dass nach der vorherrschenden Interpretation der hessischen Verfassung der Artikel 59 Absatz 1 Satz 2, auf den Sie sich ja hier beziehen, eine Anweisung an den Gesetzgeber darstellt und somit der Gesetzgeber hier auch einen Spielraum hat, das entsprechend zu präzisieren. Und das haben wir im hessischen Schulgesetz schon seit Jahrzehnten verankert und das haben wir auch bei der Novelle des hessischen Schulgesetzes letztes Jahr getan. Und das war auch gut so, denn es hat in der Tat, die Kollegin hat es angesprochen, eine Reihe von technischen Weiterentwicklungen an den Schulen gegeben. So waren beispielsweise die digitalen Lernwerke dort nicht aufgeführt bei der Lernmittelfreiheit. Das war dann immer ein Problem bei den Schulen, wenn eine CD angeschafft werden sollte. Und diese Computerprogramme waren auch zum Teil immer recht teuer. Geht es aus dem Budget des Schulträgers oder geht es über die Lernmittelfreiheit? Das war also auch nicht ganz klar und das haben wir im Prinzip auch mit dieser Änderung des Schulgesetzes letztes Jahr erfasst. Und grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass wir in Hessen, wenn man sich den Vergleich der Bundesländer anschaut, wirklich sehr gut aufgestellt sind bei der Lernmittelfreiheit. Wir haben auch einen entsprechend hohen Etat dafür zur Verfügung gestellt, 30 Millionen Euro im letzten Landeshaushalt. Die Summe war sicherlich schon mal höher, aber das liegt ja auch alles Berechnungen zugrunde. Wir haben ganz klar gesagt, wir wollen nicht mehr, dass mit Atlanten unterrichtet wird, wo beispielsweise die DDR noch eingezeichnet ist und die deutsch-deutsche Grenze, auch wenn das Herr von Ooyen vielleicht gefallen würde. Aber das haben wir gesagt, das wollen wir abstellen. Deswegen haben wir den Lernmitteletat auch Anfang der Legislatur entsprechend erhöht gehabt und haben ihn jetzt auf einem Niveau eingependelt, wo wir dementsprechend auch dafür sorgen können, dass die Schulbücher ausgetauscht werden können. Das ist ordentlich und das ist vernünftig so. Und wenn ich jetzt diese Geschichte von Ihnen höre, der Schulranzen kostet Geld, da sage ich mal ganz klar, ja, das ist so, aber die Kleidung der Kinder kostet auch Geld. Und bei allem Verständnis für diesen sozialen Aspekt ist es nun doch so, der Staat kann vieles leisten. Er kann auch zu einem gewissen Teil sicherlich auch die Kinder erziehen. Er kann auch dafür sorgen, dass Sozialbedürftige Möglichkeiten haben, da entsprechend Förderung zu bekommen. Es gibt auch viele Stiftungen, die im Bereich tätig sind. Aber letzten Endes sind gewisse Grunddinge, wie zum Beispiel sein Kind anzukleiden oder wenn es in die Schule geht, ihm Papier vielleicht mitzugeben, Schulhefte. Da muss ich sagen, da hört nach unserem Verständnis dann doch irgendwo der Punkt auf, den der Staat hier noch leisten soll. Also letzten Endes gibt es eben auch gewisse Dinge, die muss man einfach voraussetzen und muss man einfach auch von einem Elternhaus erwarten können. Und deswegen sage ich ganz klar, wir halten die Regelungen für ausreichend, wie sie zum einen im hessischen Schulgesetz vorgesehen sind und wie sie auch durch verschiedene andere Punkte in der Sozialgesetzgebung gibt es, wie schon angesprochen, Möglichkeiten, dort auch entsprechend fördernd tätig zu werden. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, gestatte ich nicht, sind ja nur 5 Minuten, wie sie dort vorgesehen sind. Deswegen sage ich Ihnen ganz klar, brauchen Sie von uns mit keinerlei Verbesserungsvorschlägen oder Ähnlichem für diesen Gesetzentwurf zu rechnen. Der Gesetzentwurf ist unnötig, er beruht auf einer völlig falschen Auslegung der hessischen Landesverfassung und er spielt ein Problem hoch, was aus Ihrer Sicht gefühlt vielleicht da ist, was aber mit der Realität in Hessen herzlich wenig zu tun hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Döbeling.